Hallo Freunde, willkommen zurück bei Altis Live und zwar Together mit Patrick und Daniel und mir, Luzi. Wow. Alter, fängt ja schon gut an hier. Ja, wir haben den ganzen Rotz, haben wir auf jeden Fall ins Haus gepackt. Hast du den gerade umgefahren? Was ist mit dem passiert? Nein, der ist hier so um die Ecke geknallt. Ja, und zwar ziemlich schnell, Alter. So, hier kommt ein Blitzer gleich. Wir haben den ganzen Rotz jetzt in unser Haus, oder in mein Haus gepackt. Auszahlen durch die Burschen nachher. Jetzt fahren wir da mal mit den leeren Dingern hin und gucken wir mal, ob die uns irgendwas wollen. Ich bin mal gespannt. Ja, lassen wir uns überraschen. Wow. Mit unserer ominösen Lieferung. Ja, haben wir eigentlich schon gesagt, was wir dabei haben? Nichts. Hab grad nicht zugehört. Achso, ja, genau. Du bist immer so abwesend. Hast du was Besseres zu tun? Nee, nichts. Also. Vorsicht hier rechts. Doch schon, also. Oh, leckeres deutsches Wasser. Einfach mal Ja sagen dazu. Ich sag Ja zu deutschem Wasser. Links. Ein Bußgeld in der Höhe von 100.000, das ist krass. Ja, habe ich auch mal gekriegt. Das ist Höchstsumme, ne? Ja, aber es könnte natürlich sein, dass die auch schon unterwegs sind, weil, obwohl, naja. Eine Viertelstunde fährt man halt dahin. Okay. Von hier aus jetzt, oder was? Also eine Viertelstunde fährt man zum Verkäufer. Zum Dealer sozusagen. Dann fahr mal schneller. Ja, willst du fahren, oder nee, was? Nee, das ist alles mach okay. Mach mich doch nicht so dumm an. Das war, hallo. Hallo. Du bist immer so angreifbar. Nee. Klar. Leute, hier nee. Hin, oder was? Pass ich mit dem Helmet da durch? Oh. Alter, auf einen Millimeter. Na klar. So, wo ist denn jetzt der liebe Händler da vorne? Hier, wo ich bin. Abspringen, aussteigen. Bist du raus, ja? So, ich wollte das Quad klauen. Also ich hab nix mehr. So, das ist ein. Hast du erstmal was trinken dabei für den jungen Herrn? Ja, Salumba. Oh, danke. Boah, ich esse erstmal mein Pausenbrot. Lol, ich hab mich überfressen. Ich hab dir Lizenz gekauft. Sehr schön. Die machen das mit dem Quad, ist ja auch geil. Ja, man muss kreativ sein bei diesem Beruf. Achso, laden dann das Quad voll und fahren dann dahin, oder wie? Wahrscheinlich. Ist das rentabel? Wow. Nö. Was machen wir jetzt? Wir tun so, als würden wir verkaufen, oder was? Ja, ich tue zumindest so. Aber anscheinend wollen die uns nichts Böses. Dann hätten wir auch verkaufen können. Langweilig. Mann, nicht Spaß. Nee. Ja, wieso? Etwas schneller könnt ihr kein Geld machen. Ich gebe euch das gleich. Kein Thema. Ja, du hast ja deine Milliarden. Ja. What? Ich habe 8 Millionen, glaube ich. Das ist voll wenig. Ich hätte ja Bock auf den Heli da vorne, wenn ich ehrlich bin. Komm, Challenge. Überfall, komm. Überfall? Alter, wenn du da Überfall sagst, ne? Was dann? Ja, je nachdem, wer das ist, ne? Dann gibt's Ärger. Ah, ich guck mir den Heli nur mal an, so. Weißt du? Ja, man kann ja auch mal so einen Screenshot machen einfach. Stimmt, Heli, Screenshot. Warte mal, hier so. Geil. Ich bin Steam. Ich sage, dass ich einen Screenshot gespeichert habe. Guck mal, wer das ist. Ach, das ist der Lumumba. Der da drin sitzt. Der denkt bestimmt auch, was machen die da? Was halt noch nie einen Heli gesehen. FD. Fick dich. Das wäre dann FDM. Sneaky, Alter. Bundeswehr. Bundeswehr! Ja, nehmen wir gleich noch DayZ auf?
Wir sind gerade in der Altersaufnahme. Ja, die zum Glück gleich vorbei ist. Achso, ich meine. Was? Es gibt natürlich auch andere tolle Spiele wie. Rust. Oder halt. Minecraft. Minecraft oder Starbound. Terraria. Genau. Mass Effect. Mhm. Genau. The Witcher. Herr der Ringe. Super Mario World. Lego Herr der Ringe vor allem. Lego Herr. Ja, ja. Lego Herr der Ringe ist so ein Ding. Oder auch Far Cry, ja? Um mal für Ubisoft. Ja, ich wusste es. Werbung zu machen. Es gibt natürlich noch andere Firmen wie EA. Activision. Ja. Nee, Moment, gibt's Activision noch? Ja, müsste. Oder? Mehr, da die Burschen uns nichts wollen, fahren wir jetzt. Ich zahle euch jetzt aus. Finde ich geil. Ja, gib mein Money, Junge. Ja, dann müssen wir vielleicht erstmal zur Bank, ne? Wohl verdient, Alter. Wohl verdient. Ja, doch, stimmt, du bist größtenteils gefahren. Na klar. Ja, es hat auch seinen Lohn, hat auch seinen Preis. Ist ja nichts kostenlos. Ich bin den Turm hochgeklettert, um zu gucken, ob ihr safe seid. Ja, ja, er ist. Oh, warte. Ja. Komm klar. Hammergeil. Komm klar mit deinem Leben. Wir wären auch sonst verloren gewesen. Dass die Wolken manchmal für Bewegung machen da im Hintergrund. Ja, Mensch. Die Wolken? Eben wie so ein Stück Leinwand eben so mal einmal runter und dann wieder hochgegangen. Das sieht irgendwie aus wie so eine Riesenwelle. Ja. Also ich finde das scheiße, das sah vorher schöner aus, im Ernst. Ja. Ja, da war es so richtig knackig sonnig irgendwie und... Es passte auch besser zur, ja wie sagt man hier, zum Environment. Weißt du, so ein bisschen steppenartig, Tundra, nee, sagt man Tundra dazu? Nein, eher nicht, glaube ich. Halt all die Steppenmäßige. Aber wenn es jetzt immer nach Regen aussieht, finde ich, passt halt auch gar nicht. Aber ist nur meine Meinung. Naja, ich finde diese Biodiversität ganz nice hier. Was, die Biodiversität? Naja. Alter, hast du wieder ein Uniwort gegoogelt? Nein! Hä, hey, das ist doch normal, das weiß doch jeder, was es ist. Ja, eben. Ja, ich weiß, was das heißt, aber das aus deinem Mund jetzt so kam. Jetzt was soll denn das jetzt heißen, Junge? Ja, genau, das. Scheiße. Schön. Wo müssen wir? Ach, hier rechts runter. Sagt der mit dem Hauptschulabschluss, weißt du? Ich hab einen Realschulabschluss, glaube ich. Achso. Wir machen halt nur Hauptschulniveau. Ja, ist doch ganz in Ordnung, oder? Finde ich nicht. Ich finde, man sollte ja jeden quasi akzeptieren, weißt du, und auch mal drauf eingehen. Ja, so, weiß ich nicht. Kannst du den hier nicht. Eieiei. Den hier neben meinen stellen und dann nehmt mal euer Zeug daraus, was da noch. Alter! Drin. Hat niemand gesehen, ey. Ja, ja, Leute, ey, macht mir echt Angst. Wieso? Guck mal, der hat doch extra hier so ein Metallding vorne dran. Mhm. Ist das abfedert? Abfedert, ja. Ja. Du schreibst eine Wand und... Jetzt will ich mal die Knete sehen hier, sonst gibt's Überfall. So, rechne mal aus. 142 mal 8000. So. Boah, Alter. 100 was? Wenn du dir die Zahl jetzt immer noch nicht merken kannst, dann frag mal Luzi. Nee, doch, das geht schon. Wie waren die Zahlen, Luzi? Hm? 142 mal 8.000? Ja, also es sind, mach mal 8.200, weil also die Absinth bringt jetzt 8.647. Nee, stopp, hey. Na, halt, ich habe aber auch die beiden Hammets ausgeparkt, ja, das sind nämlich auch locker mal 60 und 70.000. Was meinst du dazu, das Daniel? Das macht 2,3 Millionen, das heißt, wir kriegen von dir jetzt jeweils 1,1 Millionen für jeden, dann sind wir quitt. Ja, auf jeden. Für jeden hast du einen Knall oder was? Nee, das sind. Boah, ey! Boah, 1,16 Millionen. Also 550 für jeden. Was? Ja, ich teile das mal durch zwei, dann sehen wir das ja. Nee, 582 für jeden. Und das nennst du rentabel? Mach 550, passt schon. Ich dachte, wir kommen jetzt eine Mille oder so. Also immer nicht so. Ja, dachte ich auch. Ne, voll positiv. Ja, wenn es einer kriegt. Ja, komm, weißt du, nee. Weißt du, das nächste Mal hau ich dich auch übers Ohr. Lol.
in DayZ oder so. Hier, guck mal, ist. Ja, ja, komm, machen wir. Machen wir später. Ja, machen wir, Bro. Ja, ja, komm. Ja, ja. Sniper-Challenge und so. Kleinen Fotzen könntest nächstes Mal irgendwie Sand farmen oder so. Wir kleinen Fotzen, ja. Weißt du? Was? Wie hast du uns genannt? Was? Die ganze Nacht rumfarmen. Du bist so ein kleiner Wichser. Farmst die ganze Nacht, hast 5 Milliarden. Hast 5 Milliarden auf dem Konto. Ja, hier, ich gebe euch. Ah, nee, nicht 500.000. Nee, es geht nur einfach darum, dass du 550.000 kriegst für nichts tun, Alter. Für nichts tun. Wer schießt denn hier? Das ist Safe Zone, Alter. So, ist aber Ruhe hier, ey. Sultan, ja. Oh, mir geht langsam die Spucke aus. Ich sollte mal was trinken. Okay. Ja, das. Ja, ich auch. Das sieht geil aus. Einzahlen. Alter, 1,8, ne? So geiles Gefühl. Zahl ein, ja, Leute, komm, zahl mal ein. Ja, mach ich auch. Ist so ein geiles Gefühl, mach mal. Der Moment. Jetzt. Und? Warte, warte. Einzahlen, pass auf jetzt. Oh, boah. Ist geil, ne? Ja. Erstmal Update hier. Komm. Boah. Ist auch cool, dass es Panzerglas ist hier, ne, die Scheiben? Ja, die gehen auch nicht kaputt. Was ist das eigentlich für eine poplige Folge hier? Ja, das ist halt Zahltag, Alter. Das ist Zahltag quasi, unser Lohn quasi, ja. Ja, man kann nicht immer nur hier Leute überfallen und vor allen Dingen LKWs kaputt machen, wo die dicke Kohle drin ist. Ja, sollen wir nur zum Bananenfeld fahren? Ah nee, lohnt nicht mehr, ne? Geht nicht mehr. Auf dem Boden ist ein Überfall. Das Bananenfeld für uns beanspruchen, oder was? Mal wieder? Ja, schreib mal ins Forum. Irgendwie. Aber nee, genau. Nee, komm, lassen wir das lieber, sonst vergeht denen die Lust. Sultan übernimmt das Bananenfeld. Ja, hier, Alter, ich Sultan. Wir brauchen jeden Einsatzwagen, Alter. Bananenfeld. Was hat Mr. Brown gemacht, neulich hier die bösen Geister verscheuchen? So, Hier aus Pyrgos, ist das Pyrgos? Ja, das ist nein. Pyrgos, ja. Doch, ja. Das ist schon langweilig gerade, ne? Ja gut, ja, auch, wir können ja auch, ja. Mhm. Ne? Genau. Folge rum, würde ich sagen, ne? Ist vorbei mit Altes. Ist ja auch Freitag heute, da kann man ruhig eine kurze Folge machen. Ne? Wow! Komm, wir haben die Knete, Alter. Macht Spaß. Hast du deutsche Munition, ne, gekauft? Ich hatte noch 10 Magazine dabei. So. Macht schon Fun, ne? Ja, du brauchst die sowieso nie. Samuel wurde von Gorgias getötet, sagst du? Verbündeten Abschuss. Ich wurde gerade eingeladen in eine offizielle Gruppe. What? Was? Steam, oder was? Ja, Steam. Boah, was ist denn da draußen los, ey? Man darf nie das Fenster offen haben. Mein Gott, diese Kackgesellschaft hier, weißt du? Also wir haben nichts gehört. Ey, lass dich mal überfallen. Ist das Safe Zone? Das ist keine Safe Zone mehr. Ist das Safe Zone hier? Nö, eigentlich. Ja, darf ich schießen? Nein, Alter. Hä? Stopp halt mal an, darf ich schießen? Wer ist das denn? Ach, ich dachte, ihr meint das Auto. Abstand halten. Aber hier ist Steve. Hi, Steve. Bitte halten Sie Abstand von mir. Halten Sie bitte Abstand. Haben Sie Geld dabei? Ist das der Steve aus Minecraft? Nee. Der Charakter heißt doch auch Steve. Hey. Darf ich ihn ausrauben? Muss ihm sagen, dass du ihn überfällst, mein RP. Achso, ich überfall dich jetzt. Sau geil, Alter. Schlägst du ihn zu Boden 5 Stunden später? Ja, ist ein Überfall, ne? Alter, bist du ein Assi? Hey. Ausrat. Ach, der Arme, komm, lass ihn doch in Ruhe. Was machst du denn immer das Mobbing hier? Eben, ich hab nix. Er hat nix. Wieso hast du denn? Geh mal bitte zum ATM und hol Geld. Nee. Jetzt, wir hätten echt Freunde werden können. Er flieht, Alter. Ja, lass. Achso. Mein Gott. Das werde ich dich auch niederschlagen müssen, oder was? Ja, willst du ihn niederschlagen? Komm her. Komm her! Nee, lass mal. Ja, warte mal. Pass auf, ich mach mal anders. Was ist das, ne? Oh, jetzt kommt die Folter. Lol, was? Der war gut. Ja, boah, Patrick, was bist du denn für ein Assi? Hä?
Dankeschön. Überfällt. Sonst muss ich dich erschießen. Nee, ich guck nur. Gucken ist erlaubt, klar. Das wäre geil gewesen, wenn ich jetzt ausgeraubt hätte, 550.000. Bup. Nee, die habe ich ja schon weggebracht. Ja. Boah, da wäre das Geschrei groß gewesen. So, ich habe gesehen, du hast mich gerade ausgeraubt. Du wolltest es zumindest. Das ist für mich okay. Ich hätte jetzt das Recht, dich zu erschießen. Ich wollte gar nichts. Hey, lass das. Schön brav bleiben. Wir sind ja die Kings von Altis, oder was? Die haben legst jetzt bitte erstmal deinen Rucksack ab. Du legst jetzt bitte deinen Rucksack ab. Ich gehe. Mann, komm, das ist so teuer, das Scheißding. Ja, das ist mir egal. Ach, Mann. Nee, lass den mal ohne Scheiß. Ich hab grad mal hier. Warte. Ich finde den Typen eigentlich noch ganz okay. Muss ich finde es auch gerade voll nice. Ja, ich finde ihn auch ganz okay. Kann was anderes machen, Moment. Wehe, das gefällt mir jetzt nicht. Na gut, ja. Besser? Kann ich das irgendwie nehmen? Du kannst es in den Rucksack ziehen, aber ich glaube, nee, das glaub, der Platz ist dafür nicht da. Nee, passt. Okay. Du nimmst dem seine nee, Klamotten weg? Danke. Ja, wieso? Okay. Nee, das ist okay. Also du hast dich korrekt verhalten, da finde ich jetzt die Kleidung, das reicht. Sieht aber gut aus, also. Ne, mit Kopftuch finde ich auch. Körper, danke. Hast du einen Körper, den kann man auch ruhig mal zeigen, finde ich. Vor allem die Beine. Ganz falsche Richtung, mein Lieber. Oh Mann. Ja, dann geh bitte jetzt lieber. Alles klar, schönen Tag noch. Dir auch. Tschö. Ja, ich mal die Hosen zurück, wieder, Daniel hat jetzt wieder Klamotten mehr. Ja, er weckt damit, ey, getragen. Weißt du, und dann fragt er immer, dann fragt er immer, woher sind die Helme? 15 Stück. Ja, genau, Alter. Ich hab hier schon wieder 16 Kopftücher. Ja. Woher aber 15 Helme? 15, nee, oder Helme? Hier, Mützen, genau. Im Inventar. Ich weiß gar nicht, woher die kommen. Ah, ich lasse ihm das mal hier liegen. Rennt er gerade hoch aufs Dach? Will er jetzt Selbstmord machen? Nicht. Alter, wir müssen ihn aufhalten, schnell. Nein, Eve. Der mit Sicherheit nicht. Steve, nein! Hör auf zu springen, nein! Wir rufen die Polizei. Komm da runter. Es tut uns leid, ja? Ich renn hoch. Ich finde, ich habe genug Kompetenzen, um ihn davon abzuhalten. Genau. Schnell. Spring nicht. Tu es nicht. Ich will gar nicht springen. Ich guck doch nur. Das ist voll überfordert bestimmt. Steve. Ist er auf dem Dach? Ja. Steve, nein! Wo bist du? Komm da runter, Steve! Oh Mann! Steve, nein, spring nicht! Wer ist da unten gekommen? Steve, mach keine Dummheiten! Komm da runter! Nein! Wie ich immer Tab drücke hier. Wie seit 5 Minuten einfach nur Steve brüllen. Steve, es wird alles wieder gut, ja? Komm, wir können über alles reden. Steve? Ich glaube, es fängt gleich an zu regnen, oder? Dann gehen wir wieder runter, ja? Jetzt gehen wir langsam wieder runter, hm? Besser, Steve. Genau. Aufpassen, Steve! Nein! Steve! Alter, wie er uns verarscht hat. Er ist doch gesprungen. Alter. Steve, nein, wieso? Erst Malta und dann Steve. Lass mal looten gehen, Alter. So. Was? Aber halt, der ist der von der Leiter gerutscht? Ja. Ist natürlich ärgerlich. Ja. Steve? Großer Rucksack, wie kann man da reingucken? Wieso blutet der am Bauch jetzt, bitte schön? Ja, komm, egal. Ist auf den Bauch gefallen vielleicht, ne? Von dieser Höhe blutet man dann. Am Bauch. Weiß ich nicht. Guck mal die Beine an.
Sind immer so sechs, geil, ne? Verdreht, ne? Ja. Sieht voll real aus, irgendwie die Haut. Lol. Und nicht, dass du Albträume kriegst, Luzi. Steve? Oh, warte, Steve, mal, wie krieg ich meinen Rucksack jetzt wieder an? Nicht, dass jetzt gleich Restart ist. Da neben dir liegt er noch. Ja, wie... Hä? Einfach draufziehen, oder? Ah, okay, alles klar. Schnell die Waffe rein, bevor die irgendwie weg ist. Ja, Steve. Ja. Mein Guter. Ja, erst Malta und dann Steve. Ist einfach tragisch. Schon irgendwie, ne? Aber hier war es ja ein Unfall. Bei Malta war es ja eher ein Mord. Wie er da liegt, ey. Ja, das ist... Lol, das Bein, Junge. Das Bein. Ne, sieht ausgekugelt aus, ne? Ja, ist schon... Ja, wie sie alle Screenshots machen hier jetzt. Ich mach keinen Screenshot. Guck mal den Arm an. Oh. Durch die Wand quasi. Fuck, gleich, nachher verdächtigt man uns noch. Obwohl, nee, das wird ja da stehen. Das ist ein Sunny, Mann. Der Sunny ist auf dem Weg. Niemandem. Langsam atmen, ja? Ich glaube, er hört uns gar nicht. Gib mir deine Hand, komm. Ach, hier ist eine Glastür, Alter. Kommen Sie schnell hoch, Steve ist tot. Ja, ein Dach. Geil, Alter. Das feiert so ein bisschen ein altes, Alter. Aber geil. Vor allen Dingen, ich meine, Blaulicht ist ja dafür da, dass die Leute schnell durch den Verkehr kommen, ne? Sonderrechte. Wozu braucht man Sonderrechte in der Luft? Ja, ja, frage ich mich immer. Die finden das, glaube ich, total geil. Fuck, habt ihr was zu trinken? Ja, warte. Boah, das war gerade voll so psychedelic hier. Ah, ups, ich hab's benutzt. Ja, warte mal, ich geb dir nochmal hier so eins und Dankeschön. So eins. Bananenshake. Lol, Bro. Warte mal, du hast... Alles klar. Oh, nee. Steve! Er wollte, ja, er wollte die Aussicht genießen und ist dann rückwärts hier runtergetorkelt und ja, ist in den Schacht reingefallen. Okay. Herr Steve, einen Moment, ich tasche sie mal ab, um nach knöchernen Verletzungen Ausschau zu halten. Vielleicht spüre ich ja was. Warum ich Roleplay liebe. Warum ist denn jetzt dein Rucksack despawned, Alter? Wehtut, weiß ich nicht. Schreien oder andersweitig auf dich aufmerksam machen, Augen bewegen, Augen blinzeln. Bis jetzt kann ich im Oberbauch nichts entdecken, aber es scheint so, als ihre Beine gebrochen wären. Ich spritze ihnen mal ein Schmerzmittel, damit die ganze Behandlung besser für sie erträglich ist. So nice. So. Ich bitte Sie mal kurz mitzuhelfen, und zwar brauche ich jemanden, der das rechte Fuß hebt und jemand, der den linken Fuß hebt, damit ich den Fuß schieben kann. Das ist genau mein Job. Genau das. So, jetzt fange ich an, den Fuß zu schienen, Herr Steve, und dann kannst du wieder laufen und alles scheint wieder in Ordnung. Scheiße. So, gleich haben wir es geschafft, habt ihr wieder zusammengeflickt, Herr Steve. Hammer nice. Kann er denn wieder laufen dann? Steve, alles ja. Okay? Ich hab extra noch die Beine geschient. Steve! Oh, danke schön. Ich bin super gestürzt. Oh Gott, was ist passiert? Ja, Sie müssen ein bisschen, setzen Sie sich hin, das Schmerzmittel, was ich Ihnen gespritzt habe, ist ziemlich stark. Das dauert ungefähr 5 bis 7 Minuten, bis es vom Körper wieder ausgeschwemmt wird. Setzen Sie sich einfach hin, machen Sie keine schwere Arbeiten, ruhen Sie sich einfach etwas aus. Ja, Dankeschön. Kann ich Ihnen nur danken. Ein Dankeschön. Ja, kein Problem. Das Geld kann zu uns überweisen. Sollen wir dich die Treppe runter begleiten oder kriegst du es alleine nicht, dass du da auch noch runterfällst? Versuch's mal, danke. Kann ich noch versuch mal zu gehen. Tun die Herrschaften? Muss da mal Rucksack hin. Penner. Der ist despawned. Das regeln wir gleich. Okay, dann wünsche ich Ihnen allen noch einen schönen Tag. Falls Sie noch Beschwerden haben sollten, dann bitte umgehend dem ersten Team melden. Super, vielen Dank. Das ging ja echt flott. Nichts zu danken. Ja, kein Problem. Schönen Abend. Ja gut, dann haben wir doch noch eine gute Tat vollbracht hier.
Ja, Steve gerettet. Ja. Vor ja. dem Tode. LOL. Weltuntergang Server Restart. Was ist das denn? Es war schön, es war schön. Ja, macht's gut. Oh, Weltuntergang in die 3, 2, 1. Nein! Oh mein LOL. Gott! LOL. Was ist hier los, Freunde? Schnell rausrennen! Zum Hammett! Renn! Oh Gott! Ich bin hinter dir, Lucy! Renn! Wir schaffen es! Schnell, nimm die Karre! Alter! Oh mein Gott! Dem Himmel so nah, Junge. Nein! Oh. Ja, so viel zu altes Life. Hammerfett. Das ist aber krass gemacht. Ja, das war geil. Ich habe das auch zum ersten Mal erlebt. Ja. Geil. Sie rennen! Wohin eigentlich? Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Montag, Mittwoch, Freitag, altes Live. Irgendwann so, 19 Uhr. Und bis dahin. Tschüss.